Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich so sehr auf dieses Video heute. Ich zeige euch heute, wie viel ich eigentlich bei DM bezahlen hätte müssen und was ich eigentlich so gespart habe oder bezahlt habe. Was ich dazu sagen möchte, Leute, das, was ich euch hier heute zeige, das sind keine Schnäppchen mehr. Das ist eine, ich würde schon sagen, das ist fast das Extreme von Couponing, aber es geht noch krasser. Das Extreme ist für mich immer noch 100% Cashback und das ist heute nicht der Fall. Dafür aber in den nächsten 2-3 Tagen gibt es ein Video dazu, wo ich euch Sachen zeige, Produkte zeige. Ich werde euch da einen Wert raushauen. Das ist einfach krass und was ich dafür bezahlt habe, ist einfach gleich null. Wie das Ganze so ein bisschen funktioniert und so, das werde ich euch dann in dem Video erzählen. So, und jetzt nochmal zurück zu diesem Video heute. Ich zeige euch, ich war schon bei DM einkaufen, habe die Sachen auch schon alles hier vor mir liegen. Habe aber ein bisschen live gedreht, so ein wirklich ganz wenig kleine Abschnitte. Die zeige ich euch gleich und danach erzähle ich euch ein wenig mehr zu den Sachen. Zweimal die Windel eben. Was wir da jetzt genommen haben, zweimal die zwei, davon auch die zwei. Einmal die Feuchttücher, ja. Und die gratis gab. So, wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen. Und ja, wir nehmen jetzt die Sachen rein. Und dann, wie gesagt, erzähle ich euch drinnen genau, was wir jetzt alles bezahlt haben, was wir bezahlt hätten müssen und was für Gutscheine ich da benutzt habe. Melina. So, das lege ich erstmal hier alles ab. Huch. So ihr Lieben, zurück wieder zu Hause. Ich zeige euch eben noch die Produkte. Nenne euch die Preise, soweit es geht. Und dann, was ich zusammen bezahlt hätten sollen müssen. Und was ich am Ende bezahlt habe. Und wie es zu diesem Endpreis, also wie dieser zustande kam. Das ist natürlich für euch natürlich nochmal interessanter. Und das erfährst du jetzt gleich hier. Jetzt zeige ich euch die Produkte hier nochmal. Also, wir fangen mit den Windeln an. Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich zwei Einkäufe betätigt habe, da ich für meine Freundin auch was mitgenommen habe. Was ich mitgenommen habe, das erzähle ich euch gleich und wie viel ich dafür bezahlt habe. Also, Windel von Hip, 4 Packungen, alles die Nummer 2. Dann die zwei, da sind jeweils, also Feuchttücher, jeweils 2 Packungen drinnen, also 2x60, 2 davon. Dann ein Stilltuch, ein Händedesinfektionsmittel. Den Eisensaft, den ich ja für in meiner Schwangerschaft verwende, benutze, trinke. Einmal Pampers, da habe ich auch die Nummer 2 mitgenommen. Babylove Feuchttücher in so einer coolen Box. Und die WC-Enter. Genau, ich erzähle euch jetzt mal erstmal ein bisschen was zu den Sachen und zu den Preisen. So Mädels, jetzt erstmal zu den Preisen. Wir gehen einmal durch. Also, diese WC-Ente, die kostet 2,45 Euro. Da steht es auch schon drauf, gratis testen. Und ich glaube, ich sage auch direkt ein bisschen was dazu. Gratis testen sagt ja eigentlich schon alles. Ich habe für diesen Produkt nichts bezahlt. Beziehungsweise die 2,45 Euro kriege ich wieder zurück. Sowas kriegt ihr mit, ja, in Apps. Und Cashback-Apps eben, dazu möchte ich euch aber dann im nächsten Video was zu erzählen und nicht heute. Auf jeden Fall
gab es das gratis. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht ganz so versteht. Wie gesagt, ich werde euch dazu nochmal intensiv und genauer ein Video zu drehen. Und ich finde es einfach cool. Genau. Dann kommen wir zum Händedesinfektionsmittel. Dieser gab es gratis, das wissen die meisten vielleicht von euch, denn diesen hat man einfach als Coupon, Gutschein-Coupon nach Hause geschickt bekommen und den habe ich jetzt eingelöst. Den hatte ich jetzt aber schon länger, also man hat schon den Briefkasten bestimmt schon vor einer Woche, wenn nicht sogar schon ein bisschen länger. Kam aber jetzt erst dazu. Den gibt es auf jeden Fall kostenlos. Ja, habe ich mitgenommen. Warum nicht? Da machen wir weiter zum Produkt. Diesem Produkt, das ist Eisensaft. Der ist ja eigentlich sehr teuer. Oder der ist teuer. Und ich habe natürlich auch meine Quittung hier. Und bezahlt habe ich dafür. Ich gucke nochmal drauf, damit ich da nichts Falsches sage. Rotbäckchen Mama Eisensaft, 450 ml, 6,95 Euro. Also ist ein stolzer Preis, wenn man überlegt, diese fast 7 Euro gebe ich jede Woche aus. Jede Woche. Und das ist auch nötig bei mir. Genau, dann hatten wir das auch. Dann kommen wir zu der DM-App. Ich glaube, die hat wirklich fast jeder. Und dazu möchte ich jetzt einmal sagen, wie... Warte, ich erzähle euch erstmal, was ich für alles bezahlt habe. Ich habe für alles bezahlt, jetzt muss ich gucken, weil es sind ja zwei Rechnungen, da ich für meine Freundin das eine mitgeholt habe, muss ich mal rechnen, 40, 44, 50, fast 46 Euro. Hätte ich bezahlen müssen, fast 46 und bezahlt habe ich, einmal auf dieser Rechnung 3,26 Euro und 1,66 Euro. Also keine 5 Euro. Ja. Wie funktioniert das? Also mit dieser App gibt es bis zum, ich muss ein bisschen überlegen, 14. Bis zum 14. Ach, hier steht's. Bis zum 14. Also, bis zum 14. kann man das sehen, gibt es 10% auf euren Einkauf. Diesen Coupon, den hast du auf deiner DM-App und den kannst du so oft verwenden, wie du möchtest. Es ist nicht so, wie man es kennt. Man geht einmal einkaufen, man benutzt diesen Coupon und der verschwindet dann. Der ist dann benutzt. Nein, diesen Coupon kannst du bis zum 14. ab im Februar, ja, die paar Tage eben, benutzen und das jeden Tag oder mehrmals täglich, wie auch immer, ne? Damit ihr so das im Kopf habt. Also ich hatte auf jeden Fall schon mal für diesen ganzen Einkauf schon mal 10%. Dann kommen wir zu diesem hier. Durch die App bekommst du das nämlich geschenkt. Das ist ein Tuch, das ist ein Stilltuch. Ich habe so einen ähnlichen noch von Melina oder was. Und deswegen werde ich diesen meiner Freundin gleich geben. Die wird nämlich kommen und die Sachen abholen und dann gebe ich ihr den mit und sie wird sich bestimmt freuen. Also den gibt es dann gratis. Vielleicht hat sie den auch schon, aber vielleicht braucht sie den auch. Keine Ahnung, vielleicht freut sie sich, wenn sie ein zweites hat. Ich weiß es nicht. Ich brauche keine zwei. Und wenn sie den natürlich schon hat und wenn sie den nicht will, dann behalte ich den natürlich auch für mich. Die sind total praktisch, wenn man unterwegs draußen stillen möchte, dann kann man den, ne? Verdeckt man alles und gut ist. Genau, dann durch die App kriegst du eine Pampers-Windel umsonst. Da darfst du dir aussuchen zwischen Größe 0 und 2. 2 ist natürlich die teuerste und ich habe mich dann für die 2 entschieden. Diese hält lange und die 2 ist ja auch schon ab 4 Kilo, also ne, wäre ja Quatsch, wenn ich die 0 oder die 1 kaufen würde, was heißt kaufen, aussuchen würde. Diesen habe ich kostenlos bekommen, einfach mal so, Mädels, durch die App. Du brauchst nichts machen. Ich habe ja die App, die halte ich einfach über diesen Scanner, der wird eingescannt, der Code, und du kriegst die Sachen an der Kasse einfach dann gratis. Also du nimmst die Sachen, tust sie im Einkaufswagen und
Der volle Preis wird genannt und nachdem du gescannt hast, wird der Beitrag abgezogen. So, dann, was noch in der App ist, Feuchttücher. Diese Babylove-Feuchttücher. Und diese kosten 1 Euro irgendwas, 95 oder so. Und da sind halt diese Feuchttücher drin. Plus, du hast halt diese coole Box. Ich finde das total praktisch. Also, und es ist Geschenk. Also, Babylove, die Marke, die kann ich auch empfehlen. Mag ich total. Ich gehe sehr, sehr gerne bei DM einkaufen. Carlos ist ja eher so, er liebt Rossmann-Angebote. Aber ich und DM, ja. Dann kommen wir zu einem, und zwar ist es, ich habe jetzt nicht hier viel drin, das hier. Hier sind Papiere drin, diese Papiere sind Coupons und diese Coupons, die sind Gold wert. Leute, die sind Gold wert. Also, Angebot bis zum 14. Und nee, bis zum 10. Quatsch, bis Mittwoch, bis zum 10. gibt es ein Angebot bei DM. Und zwar ist der so. Du kaufst 2 Hip Pampers. Ich glaube, dass die gleichen Nummern sind oder verschiedene Nummern. Da steht aber vor Ort. Das hat jetzt nichts mit der App zu tun. Da steht vor Ort. Du kaufst 2 davon und kriegst eine Packung, oder 2 sind ja drin, kriegst du kostenlos dazu, gratis. Das heißt, du legst dir auf dem Band 2 davon, 1 davon. Diese hier, du kannst aber auch die Nummer 1 wählen oder 3, ist egal welche, das bleibt dir überlassen. So, dann habe ich halt 2 Coupons gehabt. Einmal ein Coupon kaufst du, wenn du 2 davon kaufst, zahlst du aber nur 1. Dann ist der eine schon mal abgezogen. Und dann habe ich nochmal einen Coupon. Das andere war digital, also mit dem Handy. Und das zweite kann man sich ausdrucken. Da müsst ihr einfach mal googeln. Also wenn es euch wirklich interessiert, dann schaut bitte online. So schaut dieser aus. Du kannst kaufen Windel von 1 bis 6, also egal welche Größe. Und 1. Und du kriegst direkt 2 Euro Rabatt. In dem Fall habe ich dann für den zweiten nochmal 2 Euro abgezogen bekommen. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, für meine Freundin habe ich jetzt 2 mitgenommen plus das. Angebot von DM, du kaufst 2, zahlst 2, kaufst 2, kriegst das Geschenk, der fällt weg. Durch den Coupon 1 plus 1, das ist, also das zweite zahlst du eben nicht, fällt weg und bei dem wird dann noch die 2 Euro abgezogen und die 10% auf den ganzen Einkauf. Und dadurch zahlst du am Ende für den Einkauf, wäre das jetzt glaube ich 1,66 Euro oder so war es, statt 23 Euro. Leute, das sind keine Schnäppchen mehr, wirklich. Das hat nichts mit Schnäppchen zu tun. Das ist einfach nur zu krass. Zu krass. Diese Papiere sind einfach Gold wert. Ja, ich habe das jetzt für meine Freundin gemacht und für mich. Deswegen auch doppelt so viel, weil meine Freundin das mit den Coupons gar nicht auf die Reihe bekommt. Und deswegen habe ich das jetzt für sie einfach übernommen. Und du musst es dann natürlich 2-mal abkassieren lassen, ne? Genau. Und mit der App sparst du einfach extrem viel. Ja, dadurch habe ich auch hier dann 10% abgezogen bekommen. Und zu guter Letzt, was ich gemacht habe, weil am Ende blieben eigentlich 8 Euro übrig. Und ich habe ja noch nicht mal 5 Euro bezahlt. Das liegt daran, dass ich mit der PayPal-Karte bezahlt habe. Ich hatte da noch Punkte drauf, fast 400 oder was. Und ich wusste gar nicht, wie viel ich drauf hatte und meinte, können wir diese denn einlösen? Ja, warum nicht? Haben wir komplett eingelöst. Also mein Einkauf war so gut wie kostenlos. Leute, wirklich. Also wenn ihr eine PayPal-Karte habt, benutzt sie. Da gibt es auch jeden Tag Aktionen. Gestern gab es 20% oder 25% auf den Einkauf. Heute 30%. Auf Zewa Wischwecktücher gab es ganze 80 Punkte. Gibt es immer noch?
80 Punkte auf jede Packung, die du kaufst. 80 Punkte sind 80 Cent. Und wenn du so eine Packung kaufst für, also die günstigste, die sie da haben, hätte ich euch auch gerne heute gezeigt, aber alles ausverkauft. Ja, 95 Cent hätte die gekostet. Ich hätte 80 zurückbekommen und hätte pro Packung 15 Cent bezahlt. Und nicht zu vergessen, ich habe ja noch die 10%, den Prozentcode auf meiner DM-App. Das heißt, ich hätte, glaube ich, um die 9 Cent bezahlt. Das ist crazy, Leute. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist so unglaubwürdig. Das ist einfach krass. Aber das Krasseste überhaupt, wo ich wirklich nichts bezahle, dieses Video kommt. Und ich freue mich darauf. Ja, das zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ladet euch die App runter. Beantragt eine PayPal-Karte. Und ihr könnt einiges mitsparen, wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.